Ja, fahr weiter. Guti. Und du wirst vervielfältigt auf 3, dass immer genügend Holz auch hin und her geht. Tatsächlich sind sie in der Produktion des Fleisches gar nicht so gut. Aber ist okay. Paris wird jetzt Holz bekommen. Aus diversen Lieferungen heraus. Er ist ja auch immer nur ein Zug unterwegs, der kann ja auch nicht liefern. So, dann die Parallelgleise mit ran. Und du bist dann auch zu dritt unterwegs, um richtig viel Holz mit rüber zu bringen. Überall hin, wo es benötigt wird. Oh. Zu klein von der Stufe her. Das war auch fast zu erwarten. Aber Obst und Gemüse kommen auf jeden Fall genug. Dann brauchen wir den Käse und Alkohol. Alkohol wollten wir einmal vervielfältigen, vergrößern. Wie sieht's aus mit Zucker? Haben sie genug? Obst haben sie genug. Wunderbar. Lassen hier noch einen dritten Zug fahren, um noch mehr Obst mit rüberzubringen. Zucker ist ja gleich nebenan, das geht ja relativ fix. Und dann kriegen wir jede Menge Alkohol. Wie sieht's aus mit den anderen Städten? Was braucht Paris noch? Käse machen wir später. Der Rest ist da. Holz kommt endlich wieder mit ran. Und dann zählen wir mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Theoretisch bräuchten wir die Chemikalien. Aber ich werde wahrscheinlich die Bretter abreißen. Erstmal aufkaufen natürlich und dann abreißen. So, dankeschön. Damit wir dort etwas hinstellen können, was die auch wirklich gebrauchen. Wie zum Beispiel... Also da cheaten wir einfach und sagen, hey, wir machen hier die Keramik. Und dann brauchen die so oder so den Lehm. Und dann ist alles gut. Heißt, abreißen bitte. Neuen Betrieb, Keramik. Rein mittendrin. Sehr schön. Und dann brauchen wir jetzt nur noch den Ton. Denn der Ton macht die Musik. Tja, das wird jetzt eng hier. Uff, verdammt. Was mache ich denn jetzt, verdammt? Ich habe keine Gleise mehr großartig frei. Kann höchstens versuchen, so rumzugehen. Wo muss ich denn hin? Da hinten. Gibt es irgendwo anders noch Lehm in der Nähe? Nee, sieht schlecht aus. Ja, dann müssen wir da hin. Das Ganze schön oben rum. Dann hier rüber. Das wird eine sehr lange Strecke. Da brauchen wir definitiv ein Parallelgleis und wenn nicht sogar 2 oder 3 Züge, die dann hin und her fahren. Und vor allem ist es teuer. Ohne Ende. Aufkaufen, vergrößern. Okay, ob wir hier noch ein Parallelgleis mit rankriegen? Ich wage es fast zu bezweifeln. Muss es probieren.
scheint im Moment nur am Geld zu scheitern. Aber mit dem Geld kommen wir klar. Das wäre jetzt kein Problem. Wir könnten nebenbei natürlich auch wieder forschen, um das ein oder andere wieder günstiger zu machen oder andere Dinge dann auch zu erhalten, die für uns vielleicht noch wichtig sind. Das werden wir auch tun. Mehr Ticketpreise wären auch schön. So, und drei Reihen fahren jetzt hier rüber nach Paris. Und dann haben wir zumindest das auch schon mal safe mit drin. Und die dürfen sogar nicht nur drei Versorgungstürme ihr eigenen, sondern hier drüben auch noch ein Wartungsdepot erhalten, um dann wirklich jederzeit gewartet zu werden. Es ist eine relativ lange Reise. Immerhin, Lehm ist unterwegs. Wenn auch nicht viel, ich würde den Betrieb gerne noch um eine Stufe erhöhen wollen. Allein schon, dass sie immer genügend produzieren dann für Paris. Zumindest aktuell ist die Produktion ja wenigstens da. Und der nächste Zug fährt auch gleich los mit einer neuen Lieferung. Und dann müssen wir die Keramik drüben natürlich auch noch erhöhen. Sodass Paris wenigstens für sich selber genug hat. So, da sind wir jetzt in einer Produktion von 3,2. Das reicht aus. Hier fehlt mir noch irgendwie ein Versorgungsturm. Wo? Stelle ich einfach hier mit hin und dann ist gut. So, und dann in Paris. Bitte die Keramik noch erhöhen auf Stufe 2. Damit die auch wirklich richtig viel Keramik einlagern können, sprich Lehm einlagern können. Oh, Kohle brauchen wir auch, verdammt. Aber das ist nicht das Problem, das wird von hier aus geliefert. Das ist okay. Vielleicht mache ich dann hier auch nochmal ein Parallelgleis. Aber dann, warte mal, dann muss ich auch gleich sagen, dass wir die Kohle, dass wir die aufkaufen wollen, bevor die zu teuer wird. Nee, ich nehme schnell einen Kredit auf. Einen kleinen. Reicht. Okay, Gott sei Dank. So, dann ist die Kohle jetzt nämlich auch gewachsen. Wir können jede Menge Keramiken produzieren und Paris besser versorgen. Was brauchen wir denn eher? Keramik oder Kohle? Keramik, sprich Lehm. Gut. Auf Stufe 2 ist es schon. Ja. Gut, dann bringen wir es noch auf Stufe 3. Dann haben wir definitiv genug, auch für andere Städte. Oh, Wecker klingelt. Dann brauchen wir noch die Milch. Die Bretter kommen aus Nanzig irgendwann mal. Da werden wir jetzt erstmal umstellen. Bitte nur noch Fracht liefern, damit dann auch wirklich die Ware mit rübergebracht wird. Aus Auxerre bestimmt auch. Auxerre Paris. Bitte nur noch Fracht. Ich möchte nichts mehr mit Leuten zu tun haben. Paris muss versorgt werden. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und La Rochelle bekommt jetzt auch erstmal eine Direktverbindung nach Paris. Muss mal gucken, haben wir überhaupt noch Gleise frei? Ja, nach unten hin schon. Aber erstmal wollte ich die Keramik noch weiter aufstufen. Klamotten muss ich auch nochmal aufstufen. 3,2, das reicht in der Produktion, das ist okay. Keramiken kommen. Paris hat damit wieder eine Ware, die mit dazugekommen ist. 16 von 19 Waren sind fertig. Und uns geht es in Paris wirklich nur noch um Bretter, die jetzt kommen. Käse. Ja, und was ist mit Papier und Möbeln? Orléans könnte später die Papierproduktion übernehmen, sollte aber eigentlich ja die Möbel machen. Vielleicht wachsen ja noch Nanzig und Auxerre. Auxerre ist auch schon fast bei 90.000, könnte entweder Papier machen oder aber die Möbel, die dann über Nanzig, was ja Bretter liefert, mit rübergebracht werden. Ich weiß es noch nicht. Da bin ich noch unentschlossen. Muss ich auf jeden Fall drauf achten. Die sind ja bald soweit hier. Muss ich ja die Betriebe gleich kaufen und vergrößern. Dabei wollte ich eigentlich La Rochelle schon längst an Paris anschließen. Man kommt wieder zu nix.
gut, ein bisschen dauert es noch. Und genügend Geld haben wir auch. So, ab nach La Rochelle. Ich würde jetzt ungerne ein normales Parallelgleis mit hinsetzen. Das würde ich gerne anders machen wollen. Obwohl, wir haben noch diese und diese beiden Plätze. Das dürfte reichen, um auch die letzten Aufgaben zu erfüllen. Es geht. Dann setze ich das so mit ran. Weichen kommen. Und die Parallelgleise sowie die Möglichkeit, sich auch aufzupumpen am Versorgungsturm. Und 2, 3 Reins, die nur Fracht liefern. Von hier nach da. Okay, da steht. Auxerre wächst im Moment nicht weiter, Orléans schon. Und in Auxerre wollten wir... In Orléans mache ich Papier. Da werden wir auch gleich mal sagen, dass hier die Fracht nur noch geliefert wird. Wir wollen Paris nur mit Fracht beliefern. Ist natürlich nicht viel unterwegs. Und sie wachsen wieder weiter. Milch fehlt euch, Käse, Holz ist unterwegs, genauso wie Getreide. Und das in Massen? Wo kommt denn das her? Wieso sind 30 Getreide nach Auxerre unterwegs? Habe ich hier keinen Zug am Fahren? Euer Ernst? Tja, so viel dazu. Getreide ist unterwegs. 40 Getreide, wo auch immer die herkommen. Fleisch ist unterwegs, Holz ist unterwegs. Es wird nur nicht geliefert. So, wir stellen jetzt alles erstmal auf Fracht um. Ihr seid automatisch auf Fracht, das ist okay. Orléans ist fast soweit. Auxerre hat jetzt gerade einen riesigen Einbruch an Waren gehabt. Ich habe keine Ahnung, wo die mit mal alle gewesen sind. Und wie so die auf so komische Weise liefern. Ich mache hier auch mal 4. Vielleicht kriegen die das dann hin. Okay, jetzt fahren sie los. Schön. Orléans sieht gut aus. Hat fast die 40.000 und ihr habt fast die 90.000. Alles ist gut. 2 Betriebe bauen wir gleich und dann kümmern wir uns um die letzten Strecken, die uns noch fehlen. Dann haben wir definitiv genug Geld. Alle Möglichkeiten, wenn Papier und Möbel auch noch da sind, na dann, Prost Mahlzeit. So, ihr macht Papier. Und ihr craftet die Möbel. Okay. Um das natürlich hinzubekommen, brauchen wir die Bretter aus Nanzig. Das heißt, Nanzig kriegt jetzt erstmal eine größere Bretterindustrie. Ihr bekommt eine größere Möbelindustrie. Ihr bekommt eine größere Papierindustrie. Sobald ich wieder mehr Geld habe, werde ich die ebenfalls erweitern. Und dann fahren wir die Waren mal aus Nanzig rüber.
direkt nach Auxerre. Wunderbar. Nee, ein Parallelgleis muss nicht sein. Das geht auch so. Es geht ja nur um Waren, die zwischen euch beiden hier hin und her transportiert werden. 1, 2. 3 Züge fahren. Von hier nach da. Nur mit Fracht beladen. Ich wollte schon längst forschen. Ich komme zu nichts. Es ist Wahnsinn, was man... Wie lange man eigentlich bei ist und das Gefühl hat, boah, ich habe noch nichts geschafft, doch. Und man macht und macht und macht und macht und baut und tut. Das ist unglaublich. Paris ist eine unangefochtene Metropole. Städte wie Berlin, London und Wien können nur vor Neid erblassen. Ja, dann haben wir das damit schon erfüllt. Die haben noch keine Möbel bekommen, aber es hat gereicht. Durch Papier. Dann habe ich mich irgendwo verzählt. Ja, umso besser. Dann ist mir das egal. Dann brauchen wir da nichts mehr machen. Wir werden im Prinzip unser Geld nutzen, um jetzt auch Nizza zu verbinden mit anderen Städten. Ich hatte doch irgendwie noch einen Kredit. Naja, den muss ich jetzt erstmal wieder zurückzahlen. 1500, aber das sollte relativ fix gehen. Na, wie ist Paris versorgt? Wunderbar. Ihr dürft wieder automatisch alles mitnehmen. Jetzt ist mir alles egal, es läuft. Ach, Gott sei Dank. Bayonne nach Paris. Müssen wir auch noch irgendwie in die Wege leiten. Wir brauchen die Konzession jetzt erstmal. Wo ist Bayonne? Da. Da brauche ich keine Konzession für, aber ich will Bilbao ja auch gleich mit anschließen. Und wir müssen London ebenfalls noch mit anschließen, um eine weitere optionale Mission dann zu erfüllen. Und wieder sind ganz viele Leute unterwegs. Jetzt nach Paris. Wir könnten jetzt schon die 4... Universitäten fast setzen. Wir haben auf jeden Fall Paris groß genug gemacht. Cannes wird auch gerade größer. Schön. Nantes, La Rochelle wachsen auch alle. Straßburg wächst immer noch. Dijon wächst immer noch. Da werden auch 90.000 gleich sein. Dann haben wir 1, 2, 3 Städte schon. Da fehlt uns bloß noch eine Stadt, die 90.000 Einwohner benötigt. Und die sollten wir auch noch irgendwann hinkriegen. Dann haben wir alle 4 Universitäten und alles ist gut. Jetzt gucken wir erstmal, was wir erforschen können. Die Le Continent will ich nicht haben. Bietertaktik brauche ich nicht. Dann würde ich eher fast hier rauf gehen, um das hier zu bekommen. Aber das ist Blödsinn. Ich glaube, ich muss sie erforschen. Denn nur so kommen wir an die restlichen Dinge ran. Verringert die Preise für neue Lokomotiven. Maximalgeschwindigkeit in Kurven ist höher. Anzahl der Passagiere will ich gar nicht erhöhen. Reduziert die Kosten im Personalbüro. Reduziert die Kosten für den Gleisbau. Ermöglicht dir die Chemikalien. Nee, danke. Reduziert Baukosten aller Gebäude, einschließlich Fabriken, Bahnhofsgebäuden und so weiter. Das ist auch alles Blödsinn, das brauche ich nicht. Wenn, dann nehme ich das hier vielleicht noch. Der Restwert der Lokomotiven wird ersetzt. Ja, dann machen wir das und das noch mit ran. Gut. Okay. Das heißt, nur noch Strecken bauen und versuchen, den Rest hier irgendwie hinzubekommen. Verbinde die Städte Köln, Bilbao und London. Jetzt gehen wir erstmal nach Bayonne. Verbinden Bayonne mit Bordeaux. Und von Bayonne aus sollen die direkt nach Paris einfließen. Und das innerhalb von 50 Tagen hin und her fahren, sollten wir hinbekommen.
So, Bilbao haben wir dann auch schon mal mit dabei. Auch wenn hier jetzt nicht unbedingt Züge fahren werden. Das ist wirklich nur für die Statistik, dass wir das gebaut haben. Ja, geht. Ich brauche kein Parallelgleis dafür, danke. So, jetzt nur noch London und wir haben es geschafft. Dann ist wieder eine Aufgabe abgeschlossen. Und London werde ich jetzt auch direkt verbinden. Ohne an Dover. Oh, an Dover komme ich gar nicht vorbei. Das ist ja jetzt witzig. Ach, geht schon. Ich habe gar nicht so viel Geld. Die Strecke wird definitiv abgerissen. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Egal, ob das zum Szenario gehört oder nicht, dass man die lässt. Ist ja nur optional. Muss ich ja eigentlich gar nicht machen. Unser Netz ist größer denn je. Immer mehr Menschen nutzen täglich unsere Schienen. Und das alles nur dank dir. Jo. Damit haben wir wieder eine optionale Aufgabe abgeschlossen. Erziele mit einem Zug zwischen Nizza, Paris und Brest den Expressstatus. Heißt, wir müssen Brest jetzt erstmal irgendwie mit anschließen. Ist schon. Mit Paris verbinden. Da machen wir nochmal eine extra Strecke, die wirklich nur so geht und so geht. Und was haben wir dann sonst noch? Perpignan, Clermont-Ferrand und Paris. Wo ist denn Perpignan? Da ist Montpellier. Ach, da. Perpignan. Gott. Das war dumm. Das war sehr dumm. Ich muss erstmal Clermont-Ferrand anschließen. Und dann direkt an Paris mit dranbringen. So, Nummer 1 haben wir. Nummer 2 führt jetzt runter nach Perpignan. Ah, diese ganzen Berge gehen mir tierisch auf den Senkel. Aber da muss ich wohl durch. Guti. 319.000, dann das Parallelgleis setzen. Das setzen wir auch nochmal nach Paris und dann haben wir das schon mal hinter uns gebracht. Dann brauchen wir bloß noch die Strecke Nizza. Okay. Da können sie meinetwegen den ganzen Tag irgendwelche Leute hin und her schippern. Das ist mir sowas von egal. Hier war was, ne? Ja, da auch. Jo. Dann nur noch Paris. Und das Parallelgleis so setzen, dass wir die Möglichkeit haben, hin und her zu fahren. Und weil wir den Expressstatus haben sollen, werde ich jetzt einfach bloß die Züge hier hin und her schicken. Machen wir gleich 5. Nur Express. Da ist ein Versorgungsturm, alles gut. Hier setze ich sicherheitshalber auch nochmal einen hin. Und hier drüben bitte Wartungsdepots. Da dürfte eins sein, ist auch super. Gut, nächste Strecke. Nizza, Lyon und Paris. Nizza, Lyon, Paris.
Das dürfte dann auch schon fast die letzte Strecke sein. Da müssen wir nur noch irgendwie versuchen, die Strecke nach Brest hinzubekommen. Da können wir die nämlich auch gleich lassen hier. Und die sowieso nur über Lyon führt, aber im grundsätzlichen Lyon ausgelassen werden kann. Ich sehe, dass ihr ein Abo dalasst. Und ihr lasst ein Like da. Und ihr schaut das nächste Video.